Messi lehnte bei Chelsea ab. Der FC Chelsea wollte den Superstar angeblich in der vergangenen Sommertransferperiode für die Rekordsumme von 150 Millionen Euro verpflichten. Wie ein spanischer TV-Sender berichtet, wollte Chelseas Trainer José Mourinho den 27-Jährigen aus seinem bis 2018 laufenden Vertrag herauskaufen. Doch sowohl Messi als auch Barca sollen abgelehnt haben. Kreuzer macht HSV Mut. Der ehemalige Hamburger Sportdirektor glaubt, dass es beim aktuellen Tabellenletzten bald aufwärts gehen wird. Das Team werde sich stabilisieren und bald auch die notwendigen Siege einfahren, sagte Kreuzer bei Sport1. Man müsse der Mannschaft und den neuen Spielern noch etwas Eingewöhnungszeit geben, so Kreuzer vor dem Spiel gegen Frankfurt. Lehmann hatte keinen Kontakt zum VfB. Der frühere Nationaltorwart hat bislang nicht mit dem VfB Stuttgart über eine mögliche Nachfolge von Freddy Bobic verhandelt. Er habe bisher keinen Kontakt zum VfB, sagte Lehmann der Bild. Mehr wolle er nicht zu dem Thema sagen. Der 44-Jährige wird als einer von mehreren möglichen Kandidaten für den Posten als neuer Sportvorstand genannt.